herzlich willkommen zu meinem Heilio Mittwochsvideo. Entschuldigt, er ist gerade unter meinem Drehstuhl hervorgeflugt. Ja, heute ist Mittwoch und heute habe ich mal ein zeitaktuelles Thema. Für mich zumindest. Wir haben jetzt. Ja, gut, dann verschieb halt meinen Drehstuhl. Jetzt auch noch drauf klettern. Das ist ja gut. Wartet eine Sekunde. Ihr müsst euch ein Stück nach hinten bewegen. Tut mir leid. Ja, wir haben jetzt heute Mittwoch und seit circa 6 Tagen. Okay. Oh, da müsst ihr euch noch mal ein Stück bewegen. Der Hass will gerne mit hoch. ja. Wir haben jetzt seit ungefähr 6 Tagen, ist bei uns in der Gegend total der Sonnenschein. Und seitdem bin ich nicht mehr der große Sonnenschein. Ja, im Moment haben wir gerade 0 Uhr irgendwas und ja, ich habe wieder Energie. Aber ich muss sagen, zurzeit fällt es mir gerade richtig schwer. Ich bin den ganzen Tag... Gut, ich habe eh immer schon einen verdrehten Zeitrhythmus. Also wollen wir mal von meinem verdrehten Zeitrhythmus absehen. Schlafe ich gerade noch so mindestens 2 Stunden plus. Und ja. Und das Schlimme ist, also die Geschichte, das ist jetzt True Story, ist wirklich so. Dadurch, dass ich ja immer sehr spät ins Bett gehe, gehe ich ungefähr dann ins Bett, wenn die Sonne aufgeht. Die Sonne ging auf und ich ging ins Bett. Ja, die Geräusche, die ihr im Hintergrund hört, das ist der Haas, der gerade unbedingt einen auf Sebastian Vettel machen muss und hier zur Pole Position will. Blöderweise rennt er gegen sich selbst an, also er hat auf jeden Fall den ersten Platz eingeholt. Ja, und das Blöde ist dadurch, dass ich ja ins Bett gehe, wenn die Sonne aufgeht. Und bei uns, unsere Wohnung, muss man sich ungefähr wie so ein Ding so vorstellen. Und in dem Eck ist Sonnenaufgang und in dem Eck ist mein Schlafzimmer. Also, und mein Computer und so. Also gehe ich von dort immer nach dort und jeden Morgen, ich sag's euch, jeden Morgen, und das ist schlimmer als alles andere, erwischt mich beim ersten Toilettengang, wenn ich pinkeln muss, so volle Kanne das Licht. Und dann stehe ich gerade jeden Morgen so da. Oh. Da muss ich mich irgendwie halbblind zum Klo bewegen. Hauptsache, Hauptsache ich kann auch pinkeln gehen. Und ja, und dann gehe ich eigentlich schon mit Kopfschmerzen immer ins Bett. Und dann stehe ich dadurch, dass sich die Sonne ja bewegt. Und dann, wenn ich aufstehe, ist immer ganz genau wieder dort. Stehe ich dann auch wieder mit Kopfschmerzen auf. Also es ist eine sehr unangenehme Situation. Vor kurzem am Sonntag hat ein Nachbar von uns, der hatte Besuch und meine Eltern waren auch zum Kaffee eingeladen. Und der hat dann erzählt, dass... Was machst du da? Was frischst du da? Entschuldigt mal, aber mein Hase frisst gerade irgendwas ganz genüsslich. Du willst mich da jetzt verarschen, oder? Ich glaub's ja nicht. Also, das nennt man dann in Fachkreisen, Mutti ist müde und ich fress mal schnell den Teppich. Ich glaub's ja nicht. Also, jetzt bin ich gerade echt schockiert, entschuldigt. Nee. Ja, wer hat dann auf jeden Fall seinen Gästen, unter anderem waren da eben meine Eltern und bei dieser Runde waren auch noch andere Kinder, dann hat er seinen Gästen erklärt, dass ich aufgrund von meinem Kopf eben erst bei Nacht rausgehe. Und ich fand es so interessant, dass er schon so bekannt ist, dass ich so ein Nachtschattengewächs bin. Und ja, entschuldige mich, das ist jetzt gerade meine Chance, den Hasen zu fangen. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigt. Es ist nicht so. Ich bin halt begeisterungsfähig. Tut's doch, aber weißt du was? Das wird nicht langweilig. Ich möchte jetzt weitermachen. Du bist doch kindisch. Oh, ich rede nie wieder mit dir. Oh, Gott sei Dank.
Jetzt rede ich die ganze Nacht mit dir. Und wenn du dann morgen um 8 aufstehen musst, dann kommst du nicht aus dem Bett raus. Entschuldigt. Das war... Mit einem Astbauer unter einem Dach könnte schwierig sein. Das Leben mit dir unter einem Dach ist auch nicht leichtbar. Entschuldigt noch einmal. Also. Ja. Also wie gesagt, in letzter Zeit merke ich, dass ich oft energielos bin unter Tag. Und dann bei Nacht habe ich meistens total den Energieüberschuss. Das habe ich jetzt wirklich diesen Sommer so für mich. Was meine Mutter wahrscheinlich sagen wird, dass es überhaupt nicht wahr ist, dass es diesen Sommer das erste Mal ist, für mich entdeckt. Dass ich, wenn ich nachts dann, sobald der Abend anbricht, habe ich dann das Gefühl, dass die ganze Energie, die ich den Tag über nicht hatte, dann auf einen Bett kommt und ich dann total erstmal so hyperaktiv werde und so den Flummi-Effekt habe. Und dass ich dann auch dazu neige, eben unter anderem gerade Sachen zu entdecken, die schon uralt sind, laut meiner Mutter, und die ich jetzt das erste Mal entdecke. Zum Beispiel habe ich gerade eben, als ich den Hasen in den Stall gebracht habe, hier ungefähr ein Muttermal entdeckt, wo ich total begeistert war. Ich habe ein Muttermal am Kinn, wo meine Mutter zu mir gesagt hat, das hätte ich schon seit 20 Jahren. Und ja. Ja, ich habe also mit 5 gewachsen, das Muttermal. Bitte? Du hast gesagt, ich habe das Muttermal seit 20 Jahren, also ist es seitdem ich 5 bin da. Ja. Ach Mist, ich wollte dich. Vielleicht tatsächlich bei mir. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich das irgendwie schon, ist das für mich so diese Sache, ich entdecke gerade alles neu, weil es eben für mich irgendwie alles immer so ist, dass ich so gerne vergesse. Ich vergesse jedes Jahr, dass das Licht kommt und dass dann, wenn das Licht da ist, dass ich dann plötzlich erschöpft bin und dass es ganz schnell gehen kann und dann bin ich immer wieder jedes Jahr aufs Neue total entsetzt, erschrocken und auch verstört diesbezüglich und denke mir so, um Himmels Willen, was geht da gerade mit mir ab? Und dann erzähle ich das eben auch meiner Mutter unter anderem, als wäre es die neuesten Erkenntnisse des Tages. Und es wäre noch nie zuvor vorgekommen. Aber ja, es kann passieren, dass ich mich in diesem Zusammenhang sehr oft wiederhole. Und dass es eben nicht das erste Mal ist, sondern dass es schon das zigtausendste ist. Und meine Mutter meinte dann zu mir, ich soll mir das doch jetzt mal endlich aufschreiben. Habe ich zu ihr gesagt, das ist ja schön und gut, das Aufschreiben, aber ich lese ja eh nie, also bringt es auch nicht wirklich was. Ja, und ja, was habe ich noch gemerkt? Also, abgesehen davon, dass ich gerade unglaublich schwer habe, am Morgen auf Klo zu gehen und Zähne zu putzen und so weiter. Naja, also für mich ist es in der Nacht. Für andere ist es am frühen Morgen. Also so zwischen frühmorgens und nachts, wollen wir mal so formulieren. Da habe ich irgendwie gerade das Problem. Für mich ist auch sehr, also was ich immer für mich persönlich mache, so als kleinen Tipp, falls andere Leute auch so Riesenprobleme haben mit dem Licht. Ich kann euch leider keinen besseren Tipp geben, wie man dem Licht entgeht, aber ich mache mir immer so bei Nacht eine kleine To-Do-Liste, überlege nachts meistens auch schon, was ich am nächsten Tag zum Essen möchte und bereite dementsprechend die Sachen vor, damit wenn es dann eben am nächsten Tag ist und meine Essenszeiten und die Sonnenuntergangszeiten passen nicht so zusammen. Ich esse am liebsten vor 20 Uhr und die Sonne geht bei uns irgendwie immer so zwischen 20, also das Licht, wollen wir es mal anders sagen, nicht die Sonne, sondern dieses grelle Licht, geht meistens erst so zwischen 20 und 21 Uhr. Und ja, da liegt dann doch schon ein kleiner Unterschied von ein paar Stunden dazwischen, muss ich sagen. Und es ist eben sehr anstrengend, dann immer drüber nachzudenken, was mache ich jetzt, wie mache ich es jetzt und so weiter. Und dann kann es manchmal helfen, wenn man sich die Sachen schon mal so weit vorbereitet, dass man eben am nächsten Tag alles, was man braucht, so weit vorbereitet hat, dass man dann nur noch, ja, das Zeug irgendwie herbringen muss oder fertig machen muss. Solche habe ich gestern mir einen leckeren, ich könnte auch einen Pfannkuchenrest essen, Pfannkuchen gemacht. Und ja, da habe ich dann die trockenen Zutaten einfach schon am Tag davor vorbereitet, damit ich dann, als es
als es eben soweit war, bloß noch ein bisschen in unserer Krähenküche sein musste. Und ja, dadurch habe ich dann sehr viel Lichtkontakt gespart. Naja, falls das Video arg verpeilt ist, tut es mir leid. Ich bin noch nicht ganz top auf der Platte, muss ich zugeben. Ja. Ich bin noch Knockout durch Lichtstrahlen. Und ja, gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das macht. So, also ich werde mir ab jetzt immer was zu trinken, weil das ist was meine Familie immer so ein bisschen gerade anprangert, dass ich nicht genug zum... Anprangert? Ja, anprangert, so war es. Dass ich gerade nicht genug trinke, weil es blöde ist. Ich trinke gerade gern Tee und den Tee, sollte man ja mit warmem Wasser machen. Und dann brauche ich eben den Wasserkocher, der ist in der hellen Küche, dann komme ich nicht in die Küche und dann komme ich meistens auch nicht so vor 18, 19 Uhr zum Trinken. Und das ist nicht unbedingt die beste Zeit, da ist es eigentlich schon sehr spät. Deswegen werde ich mir ab jetzt immer auch was zu trinken, zumindest vorbereiten, damit ich bis die Zeit soweit ist, wenigstens etwas habe, was ich dann trinken kann. Ja, sonst fällt mir jetzt gerade nicht so auf die Schnelle ein. Ich hoffe, dieses Video hilft wenigstens dem einen oder anderen. Vielleicht entweder hilft es dem einen oder anderen als die Tipps, vielleicht hilft es aber auch dem einen oder anderen zu sehen, wie verpeilt ich bin und dass man da nicht alleine da draußen ist mit der Lichtverpeiltheit. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das kennt oder auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss!